Dani! Salut! Wir haben unseren Hof in der Bretagne gekauft. Heute holen wir uns endlich die Schlüssel von den Nachbarn ab. Die haben die jetzt für uns aufbewahrt. Wir haben den Hof im letzten Sommer, haben uns den das erste Mal angeschaut, zusammen mit der Besitzerin, und haben den wirklich sehr spontan, kann man wirklich so sagen, gekauft. Wir waren noch im Urlaub beim Notar und haben das quasi dingfest gemacht. Macht nicht jeder, aber man muss es wagen. Und ja, wir werden jetzt langsam echt immer aufgeregter. Wir haben jetzt noch gute 4 Stunden zu fahren. Oder länger, weil wir einen schweren Anhänger dabei haben. Wir sind wirklich vollgepackt und ja. Freuen uns gleich, den Hof zu erkunden. Vor allem sind wir gespannt, was die Besitzerin, die ehemalige Besitzerin, alles dagelassen hat und ja, uns überlassen wird. Wir sind gespannt. Was in den Scheunen noch zu finden wird, was man in den Scheunen noch finden kann. Wir sind sehr, sehr müde. Wir sind jetzt mittlerweile seit 15 Stunden im Auto unterwegs, haben vor der französischen Grenze noch 3 Stunden geschlafen, weil wir erst um 6 Uhr morgens rüber durften. So sind die Regeln gerade. Gleich werden wir noch ein kleines Päuschen einlegen, ein bisschen was zum Mittagessen und dann machen wir noch den letzten Rest. Die Spannung steigt auf jeden Fall. Die Spannung steigt. Nächste Mautstation wartet schon. Genau, die kommt jetzt. 12.40 Uhr. Zwanzig Minuten später. Ah, der nimmt nur 50 Cent oder was? Eine Ewigkeit später. Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, die französischen Mautgebühren sind ganz schön teuer. Das läppert sich. Das läppert sich. Handy, Handy, Handy! Auf, auf, auf! Mahlzeit! Mal ein bisschen zu mir. Muss beides drauf sein. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Meins schmeckt gar nicht so gut. Man denkt sich, oh, das könnte so sein. 5 Kilometer. 4,5 Kilometer. Noch 3 Kilometer. Oh, verfahren! Was? Verfahren? Verfahren! Echt? Ja! Ach! Oh, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Jetzt war ich schon so hier im. Ja, wir kennen uns halt noch nicht ganz so gut aus. Wenn hier einer runtergepfeffert kommt, nicht nur, dass wir noch einen Unfall bauen hier. Nicht auf den letzten Meters. Mädels! Noch 3 Minuten. 3 Minuten. So, die letzten 2 Kilometer. Wir kommen jetzt doch von der richtigen Seite, so wie letztes Jahr. Da oben, ne? Oder? Es muss irgendwo da oben sein. Oh ja, jetzt geht's ja gleich hoch. Oh, hier geht's hoch. Ah, nächste. Falscher Alarm. Scherz! So, jetzt aber. Rechts abbiegen, dann erreichst du das Ziel.
unser Haus. Wir haben es geschafft. Mit 80 über Stock und Stein. Wollen wir jetzt aussteigen? Ich steige jetzt ab. Hier muss da drunter sein. Jo, Alter, wie viel? Schlüsselsuche angesagt. Wir versuchen erstmal den roten. Nein? Nein. Boah, riecht wie in einer Ferienwohnung, ne? Ja, ist so. Wir sind gerade schon dabei, das Auto auszuräumen. Julian macht gerade schon die Plane runter und die Gartenmöbel vom Dach. Hallo. Okay, keiner redet mit mir. Sollen die Stühle hier bleiben? Nee. Nee? Hier könnte man eigentlich ganz gute Tische hinstellen. Ja, aber das kommt weg. Morgen! Unsere erste Nacht haben wir gut überstanden. Die Sonne lacht, mehr oder weniger. Und wir trinken jetzt unseren ersten Kaffee. So, das ist jetzt der erste Schuppen, den ich entrümpel. Hier steht alles voll. Ich habe schon einen Fliesenschneider drin entdeckt und der sieht auch so aus, als könnte man ihn noch benutzen. Tote Maus. Es leert sich. Ganze Regal ist leer. Santas Marching Band. Die hauen da gegen diese Glocke. Das ist ja verrückt. Wir haben gerade ein schweres Problem. Fuck. Oh, mir kribbelt es überall. Üb nochmal. So am besten. Meinst du, das wird was? Ja, das wird was. Und wenn, dann im schlimmsten Fall geht die runter, dann kann ich so machen. Oder? Dann bin ich aber weg hier. Ja, du bleibst jetzt auch mal ganz ruhig hier. Okay. 3 Stunden später. Hm. Oh, ne, warte. Ja, stopp. Die muss ja... Na, du musst mit der ganzen Pfanne davor hauen. Jawoll! Ja! Ja, die ist tot. Ah. Juhu! Wir haben uns entschlossen, den ganzen Boden rauszunehmen, weil der am Gammeln ist. Auf geht's! Haben wir einen Hammer? Haben wir nicht. Ja, kann man ziehen. Ey, sonst lassen wir es einmal runterkrachen. Ja. Scheißegal. Wir ziehen ja dran, dann fällt es. Ja, aber dann runter. Müssen wir das hier wegräumen. Okay, jetzt raff ich das. Von der anderen Seite war doch eine Schraube. Siehst du? Doch, ne? Ja. Hier sieht man, glaube ich, die Quelle von dem Geruch. Da sind definitiv irgendwelche Tiere verwest. So, hier das Ergebnis von 1,5 Tagen Arbeit. Der Boden ist weg. Alles sauber gemacht. Hier war so viel Mäusescheiße.
Ja, das ist der ganze Krempel, der in dem anderen Schuppen war. Braucht noch jemand Körbe? Körbe ohne Ende, Farbe ohne Ende. Naja. So, wir gucken jetzt mal, was hier oben noch zu finden ist. Hier ist nirgendwo Licht. Deswegen habe ich eine Taschenlampe mit. Oh, mit einer leichten Spinnenphobie. Das ist echt grauenhaft hier. Hochgradig. Mit einer hochgradigen Spinnenphobie. Oh, hier ist ein schöner Teppich. Oh, wie schön warm hier oben. Oh, das vibriert ganz schön. Noch mehr Auflagen, Gartenauflagen und noch mehr Kartons. Okay, ansonsten recht unspektakulär. Kleiner Schneider. Naja. Eigentlich ist alles trocken, so wie es aussieht. Ein bisschen alt, aber trocken. Dann gehen wir weiter in die nächste Scheune. Ja, hier kann es echt gefährlich werden. Das sieht aus, als würde es kurz davor sein abzurutschen. Hier fehlt einfach die ganze Mauer. Das ist so eine uralte Handsäge. Was ist das für eine Lampe? Was ist das hier für ein heißes Gerät? So, was gibt's noch hier? Alte Türen. Oh, was haben wir hier? Oh, das ist interessant. 1856 steht hier. Die Vorbesitzerin konnte uns doch die Geschichte bis in die 30er Jahre, glaube ich, zurück erzählen. Also das. Und was davor war? Schon älter. Was davor war, wissen wir auch nicht. Wir puzzeln das mal zusammen. Ein Teil fehlt von der Tafel. Wir sind gerade am Rätseln, ob das Familie steht hier. Familie. Ob das das Geburtsdatum ist und das Todesdatum. Naja, nicht ganz alt geworden, die Leute. Ja. Von 88 bis 1912. Schade. Kupfer. Oder das ist was von der Musik Kirche. Ins so. Vorne der hat das so. Cool, das nehme ich mit. Weiß ich auch nicht, wohin. Weiter geht's. Nach nebenan. Alles klar. Hier entlang, oder? Ja. Das ist die zweite Scheune. Gehen wir mal rein. Hier ist noch mehr Holz. Noch mehr Holz. Ein Betonmischer. Was hält das hier? Was ist das hier? Da kommen wir bestimmt drauf. Gib mir mal den langen Pin. Ich würde hier gerne mal gucken, was das hier oben ist. Ist es eine alte Uhr oder ist es ein Sarg? Ich glaube, ich stelle mich da mal drauf. Hält das? Eieieiei. Wow, das ist dünn. Das ist ein Schrank noch. Okay. Ich komme da runter. Jo, und hier kommen unsere Beete hin. Mittlerweile bei uns auf dem Hof angekommen und haben uns die Tage geholfen, die ganzen Gebäude und Scheunen leer zu räumen und zu entmüllen. Die Vorbesitzer haben schon echt viel angesammelt und
alles gelagert und alles aufbewahrt. Das war schon echt überhand. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg mit zwei vollen Anhängern zur Mülldeponie. Und da kann man das alles kostenfrei entsorgen. Wir hatten eigentlich erst überlegt, das alles mit nach Deutschland zurückzunehmen, aber dann haben unsere Nachbarn uns gestern Abend erzählt, dass man das dort kostenlos entsorgen kann. Wir fahren jetzt ungefähr 10 Minuten dorthin und machen dann die Anhänger leer. So, es ist mittlerweile noch mal einen Tag später und wir haben das komplette Dach befreit. Das Einzige, was oben stehen geblieben ist, ist das. Das ist so hoch. Wir haben alle ein bisschen Höhenangst. Außer ich. Doch, auch du. Zwei Anhänger voll, nur mit dem ganzen Zeug vom Dach. Und es ist immer noch nicht alles weg. Immer noch ein großer Haufen, den wir beim nächsten Mal wegbringen. Oder? Ja, genau. So, Abfahrt. Willst du fahren? Ich würde hier gerne rausfahren, ja. Du musst viel weiter ausholen. Ja, oder fahr hier. Setz zurück und dann fahr hier einmal rum. Das ist einfacher. Oh, der dreht durch vorne. Warte, ich nehme den Eimer da weg. So, jetzt geht's los mit zwei Anhängern. Voll beladen. Wir sind jetzt diese riesige Menge Gebüsch losgeworden und das war alles auf dem Scheunendach. Also das war höchste Zeit, dass das mal befreit wird. So, jetzt sind wir leider wieder auf dem Rückweg nach Deutschland. Wir waren jetzt eine Woche dort. Wir haben jetzt eine Woche mal ein bisschen Struktur auf diesen Hof gebracht. Scheunen ausgeleert, den ganzen Müll weggebracht. Wir haben Raken vom Dach geschnitten. Wir hätten noch Arbeit für die nächsten drei Wochen. Deswegen haben wir gar keinen Bock, dass wir jetzt schon nach Hause müssen. Aber die Pflicht ruft noch bis zum Sommer. Nützt ja nichts. Wir haben außerdem auch Versicherungen abgeschlossen, sowie ein Bankkonto eröffnet. Das war alles nicht so einfach, aber doch machbar. Ja, auf jeden Fall wird noch einiges passieren auf dem Hof. Wir haben so viel vor noch. Wir haben 1500 Kilo Glasscheiben rübergefahren. Die wollen wir verbauen zu einem Gewächshaus. Viele Projekte warten echt. Wir werden uns vielleicht noch einen Naturkeller bauen. Wir haben einen kleinen Schuppen, wo wir einen Brotofen bauen wollen. Und vor allem im Juli kommt der kleine Welpe und kommt mit auf den Hof. Wenn ihr Bock habt, uns noch ein bisschen zu verfolgen, was mit dem Hof passiert, wir werden so viele Projekte da starten und die Bretagne bereisen. Mit Dachzelt los, mit Hund werden wir losgehen. Ja, wenn ihr Bock habt, verfolgt uns ein bisschen, würde uns freuen. Bis dann!